Die USA kündigen den Atomdeal mit Iran und die Börsen reagieren überhaupt nicht. Lediglich die Ölpreise ziehen an. Anleger konzentrieren sich heute dann eher auf die zahlreichen Firmenbilanzen. Das tun wir gleich auch. Willkommen und schönen guten Morgen hier aus Stuttgart. Der Dow Jones hatte, nachdem Donald Trump die Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft gesetzt hat, kurz reagiert. 100 Punkte ging es abwärts, aber sofort ist diese Scharte wieder ausgewetzt worden. Am Ende des Tages ein Mini-Plus dann auf der Uhr. Sehr heftig die Reaktion beim Ölpreis. Es werden ja durch diese Sanktionen dem Weltölmarkt Volumina entzogen. Jeden Tag von 100.000 Barrel oder mehreren 100.000 Barrel. Und das hat den Ölpreis angetrieben auf ein 3,5-Jahres-Hoch. Das heißt, nach dieser kleinen Verschnaufpause von gestern könnte der DAX heute wieder den Ausbruch wagen in Richtung 13.000 Punkte. Wir waren ja am Montag bis auf 40 Punkte hier herangerückt. Und jetzt die Top-Themen des Tages. Ich hatte es angekündigt, viele Bilanzen. Ich habe drei Bilanzen aus der ersten Börsenreihe mitgebracht. Mit Siemens möchte ich beginnen. Hier sieht es im zweiten Geschäftsquartal richtig gut aus, trotz anhaltender Probleme in der Kraftwerkssparte. Das Digitalgeschäft und das Bahngeschäft haben sich richtig gut entwickelt. Siemens profitiert auch von einem Bucheffekt und hebt jetzt auch die Ergebnisprognose an. Man will je Aktie verdienen zwischen 7,70 Euro und 8 Euro. Bislang hatte man 7,20 Euro und 7,70 Euro in den Raum gestellt. Wir bleiben in der ersten Börsenreihe, schauen die Telekom an. Hier ist die Deutsche Telekom im ersten Geschäftsquartal durch den teuren Euro gebremst worden. Der Umsatz ging zurück konzernweit um knapp 4%, aber rechnet man Wechselkurseffekte raus, wäre es ein kleines Plus von 3,1%. Ja, jetzt hat man aber die Tochter T-Mobile US und dort brummt das Geschäft nach wie vor. Die hatten ja kürzlich auch hier die Gewinnprognose angehoben. Jetzt rechnet insgesamt die Telekom aufs Jahr gerechnet mit etwas mehr operativem Gewinn, wenn richtig die Wechselkurseffekte ausgeklammert werden. Noch ein Wert aus der ersten Börsenreihe. Wir schauen auf Henkel, den Hersteller von Schwarzkopf und Persil. Hier gibt es gleich zwei Fronten, an denen man kämpft. Zum einen das Kundengeschäft, Konsumentengeschäft in Nordamerika und richtig, der teure Euro, das belastet. Umsatz und Ergebnis gehen zurück. Prognose hält man aber trotzdem bei. Das heißt, 2018 will Henkel aus eigener Kraft 2-4% zulegen. Bereits im März hatte Henkel über Schwierigkeiten berichtet. Und jetzt die Zahlen des Tages. Da muss man wirklich ganz genau hinschauen. Der DAX öffnet mit 12.917 Punkten 5 Punkte plus. Beim Dow Jones noch magerer, hier sind es 3 Punkte im Plus. Der Euro rutscht kräftig unter 1,19, auch beim Gold rote Vorzeichen. Charts und Co. Heute mit Bastian Galoschka zum Thema Ölpreis und dem Aus im Atomdeal.